Yo, Leute, willkommen zurück bei Gungrave. Wieso mache ich das denn? Ich wollte noch trinken. Ach du Scheiße. Wie unangenehm. Hatte ich gesagt, dass ich mit dem Teil noch nicht klarkomme? Ich kann nicht trinken. How can he disappear at a time like this? Garino is waiting elsewhere. You should come along too, Donito. But I need his soldiers. My men and I will protect you, sir. Please, come this way. I'll contact you when we defeat the enemy. Very well. Ja, nicht nur Tippi hat kommentiert, auch Emma hat wieder kommentiert. Wir uns kennenlernen. Spannend, hat sie geschrieben. Ich finde das super. Die haben immer unterschiedliche Namen, aber es sind immer wir uns kennenlernen. Und da wird dann immer ein Timecode reingeschrieben. Warte mal, Cell ist der nicht von Dragon Ball? Weiß man nicht. Und dann steht da immer spannend, erstaunlich, faszinierend. Ich krieg die einfach nicht weggeblockt, Alter. Jedes Mal melde ich diese Accounts. Und flag die und blockiere die und alles, aber komm immer wieder. Ja, deswegen bin ich mit meinem Sound-Setup jetzt hier doch noch nicht so ganz zufrieden, weil ich habe jetzt für mich quasi den Game-Sound extrem leise gemacht. Deswegen tut es mir leid, wenn ich jetzt hier über die Cutscenes quassel. Aber ich höre sie nicht so richtig. Aber anders funktioniert es nicht. Anders funktioniert es nicht, sonst kriege ich es nicht vernünftig abgemischt. Holy shit, die lasst mich hier mit dem bisschen Lebensenergie, was ich da noch hatte, hier rein. Wollt ihr mich eigentlich umbringen? Ich bin doch schon ein Dead Man. Dead Man Walking. Okay, scheiße. Ich weiß noch nicht mal, wo der Boss ist. Wahrscheinlich muss ich erstmal... Da, hinten. Der da. Er mit seinem Cape. What the fucking... Wieso könnt ihr das einfach machen? Hört auf damit. Und wieso habe ich immer noch keinen Super? Okay, das waren die ersten 5 Schüsse auf den Boss. Das läuft doch richtig gut. Eine vielversprechende Folge jetzt schon. Okay, warte, sobald die nächste Welle kommt, wird der Super ausgelöst. Okay, das wäre dann jetzt. Wo ich den Boss mittreffe. Scheint nicht. Cool. Aber ich habe mein Shield wieder ein wenig regeneriert. Ja, und er wird direkt wieder runtergeklopft. Das ist cool. Das ist super. Finde ich super. FSC ist super. Hui. Paar also mir gefällt ja am besten an diesem Let's Play, dass man hört, wie sehr ich die Buttons bashe. Das ist etwas, das ist ja schon fast ASMR. Deswegen werde ich mir das selbst vermutlich auch nicht angucken und anhören, weil von Arm mit ASMR muss ich nur kotzen. Würgegeräusche, Leute, Würgegeräusche. Oh, das ist so schade, dass die Aufnahme mit Chrissy nicht funktioniert hat, weil da gibt es so witzige Sachen, auch was Würgegeräusche angeht. Und so. Aber da gab es das ähnliche Problem wie in der letzten, in der vorletzten Folge von Gungrave Overdose. Und, das ließ sich leider nicht mehr retten. Deswegen warten wir immer noch auf einen Termin. Vielleicht hat Chris da dieses Wochenende was. Sie hatte letztes Wochenende Zeit, da musste ich aber arbeiten. Beziehungsweise sie hat mir zu spät beschäftigt. Deswegen konnte ich mich da auch nicht mehr einstellen. Vielleicht klappt das ja dieses Wochenende. Das wird mir ja mega leid. Ich habe das blöde Gefühl, dass der Boss sich regeneriert hat. Kann das sein? Wo ist der Boss? Da ist der Boss. Ja, ich hab's gerade gesehen. Unter mir steht Ziel und ein Pfeil, wo der Gegner ist. Hab ich's mitgekriegt, danke. Oh, ich ahne es, das wird wieder so ein Ding, was ich mehrmals mache und euch dann irgendwann dazu hol, wenn's geklappt hat. Da sind ja Minen! I didn't see the mine. It wasn't mine. Der nimmt ganz viel Schaden. Das kommt keine neue Welle. Was ist denn los? Wie soll ich dich bekämpfen ohne Welle?
Rückwende. Oh, nice. Das war, glaube ich, richtig gut. Habt ihr das gesehen? Leute, ihr müsst auch gucken. So, da ich such strength. Past battles seem like child's play compared to this. Schon fast Lob, oder? Still alive, are you? Our work here is done. Collect the survivors and retreat. What? But, Commander! That's enough of that. We did quite well considering our opponent, don't you think? Now, until we find another job, I'm considering a vacation. The Bahamas, perhaps? Or maybe Vietnam. Oh. But, Commander! Bahamas. So ein Feigling, ne? Fast tot und sagt dann, ja gut, das war krasser Kampf, hören wir mal auf. Ciao! Wenn ich daran denke, wird das als Thumbnail, wird mir nach einer Woche unangenehm sein. When Mika was suffering, I couldn't even put my arm around her shoulder. This is the only way for me to show her how I feel. Come and get me, baby. Whew, this is gonna be my best year yet. Billy! Billy, no! Can't let the dog get away. Don't waste Billy's sacrifice. Was? Mach die Musik wieder an. Das war doch gut. Das Geile an dem jetzigen Sound-Setup ist, dass ich da auch einfach, wie jetzt, da noch, da war doch gerade Showdown. Wieso ist denn das jetzt noch? Ach, das sind 9 Level, ne? 9. Was zeige ich hier? 9. So viele sind das. Steht da hinten auf der Verpackung. Dann wird das heute wohl doch nichts mehr. Ich kann jetzt auch einfach die Musik mal lauter machen. Brace yourself, it's Gungrave. Overdose. Naja, eigentlich, aber wir, komm, wir machen noch weiter. Wir gucken uns noch das Briefing an. Hoffentlich. Danke. Das ist exakt, was ich brauche. Don Corcione plans to use it to flee the country. His remaining soldiers are defending the runway. They're going to try and buy the Don enough time to take off. If we don't do something about them, we'll never reach the Don in time. We have to take the soldiers down quickly to stop the plane from taking off. Heißt das, wir kriegen einen Timer oder so? Wir speichern das Ganze nochmal. Ach genau. Hm, nee. Wisst ihr Bescheid? Ja. So, nächster Level. Baby Fetty. I never would have thought he'd have this many troops left. Holy Quatsch! Vermutlich war das jetzt wasted in einer Panikattacke.
Ha, war das aus Panik eine Attacke? Könnte man nicht mehr. Nicht ins Feuer springen, Grave! Du Idiot! Okay, aber es hat funktioniert. Also es ist alles gestorben, was im Weg war. Holy Schmackaroni! Ich habe das Gefühl, entweder, ja wahrscheinlich, entweder sind wir stärker geworden, also nicht wir, sondern Beyond Brandon, oder die Gegner wurden jetzt ein bisschen schwächer gemacht, um mir ein wenig ein Machtgefühl zu geben. Und sowas finde ich immer geil. Es gibt ja nichts Schlimmeres als mitlevelnde Gegner, finde ich, oder? Wenn du die ganze Zeit am Leveln bist und die Gegner leveln einfach mit. Wenn du dann im Anfangsgebiet auf die Fresse kriegst, und du bist dann unterwegs und levelst dich hoch und alles und holst dir Skills und das alles. Und dann kommst du in das Anfangsgebiet zurück und denkst dir, jetzt krieg ich hier kleinen Ficker, aber Friesen. Dann sind die einfach genauso stark wie du. Dann sind die genauso stark am Ende, wie sie am Anfang waren. Und du denkst dir so, what? Also in Relation zu dir, ne? Also zu mir. Ihr seid wahrscheinlich besser als ich, aber. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch Kacke, oder was? Das fand ich an... War das in Borderlands so? Ich glaube ja. In Borderlands fand ich das nicht gut. Ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass es in Borderlands 1 so war. Ich habe ja nie Borderlands 2 durchgespielt, ne? Borderlands 1 damals platiniert und ich glaube alle DLCs gespielt zumindest. Borderlands 2 habe ich mir dann so diese krasse Collector Edition geholt mit dieser Waffenkiste. Hab's auch sehr lange gespielt, aber war irgendwann echt genervt, weil ich hab's alleine gespielt und das ist einfach ein Spiel, was du mit Freunden spielen musst. Oh ja, geile Freunde. Zumindest keine, die zocken. Zumindest nicht so. nicht so wie ich. Boah, dann habe ich das, glaube ich, nach 40 Stunden hingelegt. Aber ich würde mal fast behaupten, das hat doch gereicht, oder? Weil ich bin dann immer so einer, ich muss dann auch alle Quests machen. Egal wie kacke die sind, ich muss die alle machen. Und daran ist es dann gescheitert. Das hat mich irgendwann genervt. Ich habe mich durch meinen eigenen Spielstil habe ich mich genervt. Und darunter das Spiel gelitten. Das ist doof. Was glaube ich auch ein Grund ist, warum... Warte, ich krieg nochmal Dinge. Warum ich mir vorstellen kann, dass ich mit The Witcher 3 weniger Spaß haben könnte, als viele sagen, dass man damit haben kann. Außer es ist tatsächlich so gut von seinem Questdesign, wie auch wiederum alle sagen. Dann dürfte das ja gar nicht so schlimm sein, dass man alle Quests machen will. Alle, was geht denn, Alter? Ihr müsst doch mal ein bisschen mit mir mitmachen. Habe ich das eigentlich richtig mitbekommen, dass für The Witcher 3 eine Definitive Edition sozusagen angekündigt wurde, dass die PS5 und so kommen soll? Und dass es auf dem PC auch nochmal Updates, wie auch immer, bekommen soll? Vielleicht zocke ich es dann auf der PS5 mal. Ergibt das keinen Sinn, dass ich es mir für die PS4 gekauft habe? Außer, dass ich es meinem Cousin ausleihen konnte. Aber... Nee. Hätte ich erzählt, warum ich es nicht weitergespielt habe? Ich hatte es ja angefangen. PS4. Ich habe mir extra die Game of the Year Edition gekauft. Aber die Game of the Year Edition gibt es nur in Englisch. Und ich weiß nicht warum. Eigentlich stelle ich ja immer alles extra auf Englisch. Was geht denn, Alter? Warum kriege ich jetzt nicht mehr so fies? Aber irgendwie finde ich Geralt auch auf Englisch kacke. Und ich finde es scheiße, dass das Pferd Road scheißt und nicht Plötze. Und irgendwie hat mich das alles abgeturnt. Und dann habe ich auch kurz zu spielen. Try and slow them down just a little longer. I'm going after the control tower. Ja, genau. Was muss ich denn jetzt hier machen? Muss ich sie alle killen oder muss ich weiterkommen? Oder was ist hier jetzt meine Aufgabe? Genau. Weil im Moment sterbe ich einfach. Just a little longer.
That's what she said. Just a little bit longer. Come on, noch ein Lünn, noch ein. Haben wir ihn. Raus damit. So, der ist hin. Ja. Schutzschild kann gar nicht versagen, der ist gerade ist aufgebaut. Stop telling me I'm a bad gamer. Hate the player, not the game. Nee, hate the game, not the player. I don't know, man. Oh, what? Wer? Du warst doch tot! Jetzt bin ich gleich tot, wenn er so weitergeht. So, danke. So, bleib du mal da hinten. Ich schieße jetzt nicht. Bleib mal da hinten. Bleib mal da. Alright, thanks. What? Ist das ein neuer? Nee. Was? Wo kommt ihr denn her? Wart ihr eben schon da? Leute! Freunde! Was freue ich mir, euch nicht zu sehen? Warte mal, andersrum. Was freue ich mich nicht, euch zu sehen? Oh. Scheiße, nein. Wie sieh doch den Panzer an, du Graben. Du sollst den Panzer anvisieren. Sind das wohl Panzer? Sind das nicht einfach gepanzerte Fahrzeuge? Ne, die haben Kanonen drauf, ne? Sind wohl Panzer. Wo ist er jetzt? Da. Nein, die Colonel, das macht ein russischer Kampfhubschrauber hier. Du sollst ihn anvisieren, oh Grave. Wir hätten ihn schon vom Himmel holen können. Okay, chillig. Shield is mein friend. Ja, noch 3 minutes. 3 minutes is all I can spare. I call it now, that's enough. That's enough for me to die and to repeat the whole thing over and over again. Alter, ich hasse, oh, das ist so. Na ja, gut, es gibt. Ich hasse ja Gegner, die einem nur alle paar Minuten oder gefühlt paar Minuten Gelegenheit geben, auf sie zu schießen. Auf der anderen Seite gibt das natürlich mir Luft, um mein Schild regenerieren zu können. Von daher ist das dann auch wiederum so scheiße. Und das nervt halt trotzdem ein bisschen. Guck mal, aber jetzt könnte er zum Beispiel seine Runde drehen. Danke. Genau rechtzeitig. Super. Das ist ganz gut. Es nervt mich trotzdem, aber es ist ganz gut. Jetzt haben wir ihn noch gleich. Ich verstehe die zweite Runde nicht. Also warum kommt er da so, merkt das. Bleibt doch noch ein bisschen. Stay a while and listen. Das ist Diablo? Ist das ein Diablo-Zitat? Keine Ahnung. Hallo? Nein, du bist fast tot! Oh, du dummer Heli, du warst aber schon fast am Arsch. Wissen Sie doch. Nein. Nee, dein Krieg ist heute wirklich nicht mehr fertig. Weil ich gehe davon aus, dass hier noch ein mega krasser Bossfight auf uns wartet, der über eine Stunde dauern wird. Good Grave. Stößt er mit seinem Coffin noch an die Walls. Aber das soll uns nicht davon abhalten, eine neue Folge zu beginnen. Eine mache ich noch und dann ist auch mal wieder gut für heute. Wieder Schreiner und danke fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, favorisieren, abonnieren und ein bisschen masturbieren. Wieder Schreiner und macht's gut. Ciao. Aber nicht auf meine Videos, bitte. Danke.